In drei kurzen Videos stelle ich euch eine Methode vor, wie ihr in der Bibliothek eine Recherche durchführen könnt. In diesem zweiten Teil geht es um die eigentliche Arbeit in der Bibliothek. Aus dem Oberthema Ägypten habt ihr euch als Beispiel die ägyptischen Pyramiden ausgewählt. Ihr habt dazu bereits Fragen und Suchwörter aufgeschrieben und macht euch jetzt auf den Weg, um Material zu sammeln. Wenn ihr so einen Lesesaal betretet, kann es sein, dass ihr zwischen den vielen Regalen voller Bücher erst einmal den Überblick verliert. Lasst euch nur nicht aus der Ruhe bringen. Sprecht einfach eine Bibliothekarin an. Sie hilft euch gern weiter bei der Suche nach den richtigen Büchern zu eurem Thema. Oder findet ihr lieber selbstständig den Weg zum richtigen Buch? Dann seht euch die Sachgebiete an, nach denen die Bücher aufgestellt sind. Für die ägyptischen Pyramiden sind drei Sachgebiete als Fundstellen denkbar: allgemeine Nachschlagewerke, Geschichte und Geografie. Bibliotheken sind immer sehr systematisch aufgebaut. Im Sachgebiet Geschichte zum Beispiel sind viele Bücher nach Zeitepochen sortiert. Ihr müsst nach Ägypten oder frühen Hochkulturen suchen. Und in Geografie sucht ihr nach Afrika und findet dort Bücher über Nordafrika und Ägypten. Kommt euch die Suche am Regal vielleicht zu mühselig vor? Dann seid schlau und sucht erst einmal im elektronischen Katalog, in dem alle Bücher der Bibliothek verzeichnet sind. Setzt euch an einen der Computer und gebt eure Suchbegriffe in das Suchformular ein. Es werden euch dann die Buchtitel angezeigt, die zu eurem Suchwort in der Bibliothek vorrätig sind. Der Katalog sagt euch auch, wo im Regal das Buch steht. Das erkennt man an der Signatur, die sowohl im Katalog als auch auf dem Etikett auf dem Buchrücken im Regal steht. Die Signatur ist eine Abfolge von Buchstaben und Ziffern. Ihr solltet sie zusammen mit dem Buchtitel notieren, um das Buch ausfindig zu machen. Dann tragt ihr die Bücher, die ihr für wichtig haltet, an einem Platz zusammen. So könnt ihr besser vergleichen und die Stellen finden, die für eure Fragen wirklich wichtig sind. Die Bücher, die ihr gut gebrauchen könnt, solltet ihr ausleihen. Aber wenn ihr nur eine Seite braucht, ist es leichter, diese Seite zu fotokopieren und das Buch danach ins Regal zurückzustellen. Notiert aber vorher auf der Kopie unbedingt die genauen Quellenangaben zum Buch. Ihr könnt auch in einem Fundstellenverzeichnis alle wichtigen Materialien notieren, um den Überblick zu behalten. Denkt dabei auch an Bilder und Zeichnungen, die wichtige Zusammenhänge darstellen. Das gesammelte Material zu den Pyramiden liefert euch die Bausteine, aus denen ihr eure eigene Wissenspyramide zusammenbauen könnt. Richtige Forscher gehen auch so vor.